Ein Thema, das mich persönlich immer sehr wundernimmt, ist natürlich der ganze finanzielle Aspekt. Gerade in der Musikbranche komme ich selber nicht so draus. Ich glaube, vielen Zuschauern wird es wohl ähnlich gehen. Ganz salopp gesagt, wie verdient man sein Geld heutzutage mit Musik? Also ich sage, die grösste Einnahmequelle ist natürlich Live-Shows. Also wenn du halt eben gebucht wirst und auf Tour gehst. Dort ist es, wo du das Geld machst. Mhm. Früher hast du das wahrscheinlich eher noch mit CDs und so verdient. Hast du gar nicht für eine CD 20 Stutz bekommen. Heutzutage bekommst du pro Stream 0,003 Franken. Also nicht mal einen Rappen. Also ja, es geht relativ lang, bis du mal ein bisschen Geld bekommst, ja, durch Streaming-Plattformen. Und was sicher auch ein grosser Aspekt ist, ist Merchandise. Deswegen machen da viele Bands die ganze Zeit neues Merch und versuchen das rauszubringen. Das ist der, wo das Geld macht schlussendlich. Das ist das, was die Fans auch eine Band am besten unterstützen können. Tragen das Zeug, gehen raus auf die Straße, andere finden es geil, kaufen es auch wieder. Ja, definitiv das, aber schlussendlich, ich sage, Live-Shows ist einfach das, was du Geld machst und deswegen, ja, kommen da die Shows. Okay, das mit den Shows ist ja jetzt in letzter Zeit, wie alle wissen, relativ schwierig gewesen. Wie fest hat euch das persönlich getroffen? Fest. ja, eben, wie vorhin schon angetönt, wir waren eigentlich am Tourenplanen gewesen. Wir wären auf Tour gegangen. Wir haben eigentlich auch, weil wir letztes Jahr ja um die Zeit das Album released haben, eigentlich, haben wir eigentlich eine Release-Show geplant, die nachher wegen Covid haben müssen absagen mussten, die sehr schade war. Und wir haben nachher lange überlegt, sollen wir jetzt die Release-Show einfach virtuell machen. Und dann haben wir gesagt, wir wollen nicht unser erstes Konzert mit den neuen Songs eigentlich müssen vor einer Kamera spielen. Und haben es jetzt einfach angestellt und warten eigentlich immer noch darauf, dass wir unsere Release-Show von letztes Jahr endlich noch spielen können. Wie sind denn Veranstalter an sich mit dem Thema umgegangen? Ist da immer super kommuniziert worden und man hat auch gewusst, was läuft etc. Oder ist das eher schwierig gewesen? Weil auch für die ist es natürlich nicht einfach. Sie sind relativ easy drauf gewesen. Also ich meine, das meiste, was wir gebucht haben, haben wir kein Geld verloren oder so. Mhm. Die haben halt auch gesagt, hey ja, voll verständlich. Die Veranstalter sind im gleichen Boot wie die Musiker. Sie wissen schlussendlich, ein Musiker, die verdient kein Geld, wenn er nicht spielen kann. Und deswegen sind sie relativ easy drauf und sagen, hey, wir lassen es einfach. Wenn man dann wieder spielen kann, wäre es cool, wenn er gleich wieder zu uns kommt, dass wir dann wieder zusammenarbeiten können. Also da eigentlich doch relativ fair unterwegs, wenn definitiv ich das raushöre. Wenn man jetzt mal ganz allgemeinen Auftritt beachtet von euch, was müsst ihr da alles selber planen, was müsst ihr selber umeinander tragen und was wird von einem allfälligen Veranstalter abgenommen? Kann man das überhaupt so pauschalisiert sagen? Schon ziemlich. Also ich sage, es gibt zwei Bilder. Entweder es ist alles parat und du kommst nicht an eigentlich, stellst deine eigenen Instrumente auf und los geht's. Oder du bringst halt wirklich alles selber und du musst alles organisieren und machen. Wir versuchen halt das meiste nicht selber zu organisieren. Also ich sage jetzt, klar, alles was von der Band auskommt, musst du selber organisieren. Aber wir finden es natürlich cool, wenn sich der Veranstalter um die ganzen Tickets kümmert, um das Personal, das an diesem Abend dort ist. Das ist natürlich schon mal geil, wenn das schon alles gemacht ist. Ja. Aber sonst ist es bei uns eigentlich relativ simpel. Wir haben einen Anhänger mit unserem Equipment fahren hin, laden das Zeug aus. An den grossen Konzerten haben wir eine Crew, die uns hilft aufbauen, wir haben einen Techniker. Ja, wir stellen es an, die Mikrofonierung wird vom Techniker gemacht und dann wird schnell ein Soundcheck gemacht und gut ist. Und da hat man eigentlich dann immer so die gleichen Leute dabei, die man dann vertrauen kann, dass nicht die Hälfte vom Material verloren geht am Ende des Tages. Also das hat eigentlich wirklich jeder von der Crew hat so seine Aufgabe. Jeder weiß, was er muss machen. Wir haben das schon ein paar Mal geübt jetzt. Mhm. Einfach so während der Corona-Zeit haben wir ja Zeit gehabt, um halt aufzubauen, üben mit diesen Leuten. Und es ist schon noch cool, eben, wenn du kannst als Musiker selber beruhigt sein kannst. Am Schluss vielleicht noch schnell checkst, stimmt alles, wie es muss. Aber die Leute wissen genau, wo was ankommt. Es ist weniger Sorge für dich, weil du hast genug grossen Druck vor dem Konzert damit. Okay. Was gibt es denn sonst für so Sachen, was man allgemein muss beachten, wenn man jetzt vielleicht selber mal irgendwie will, die Band gründet? Versucht alles selber zu machen, sage ich immer den Leuten. wir haben den Fehler gemacht. Wir haben am Anfang fast einen Vertrag unterschrieben mit einem Label. Ja. Wo wir dann aber müssen realisieren, hey, zum Glück haben wir es nicht gemacht, weil Labels sind gemein. Sie versuchen dich halt auszunehmen. Also wirklich dort, wenn es geht, ohne Label zu bleiben, alles selber machen, das ist das Beste. Sparst Geld. Wie bei uns eben. Ich habe mir nachher auch das Filmen und alles beigebracht, um die Musikvideos filmen. Da muss ich auch sagen, hey, schlussendlich, du sparst Geld, du hast etwas davon und du kannst es am Schluss genauso machen, wie du willst. Und du bist am Schluss nicht irgendwie unzufrieden, weil es nicht genauso ist, wie es hast willst.
Also redest du jetzt da eigentlich nur von diesen wirklich grossen Major-Labels oder sind das auch so die kleineren, die dort wirklich schwierige Geschäfte können machen können? Es sind beide relativ riskant, ich sage es mal. Also wirklich, ich würde sagen, der beste Tipp ist, wenn man sich entscheidet, um vielleicht mit einem Label unter Vertrag zu gehen, holt einen Anwalt, einen Musikanwalt vor allem, geht mit dem den Vertrag etwa zweimal durch, holt vielleicht noch einen zweiten Anwalt, dass der auch noch reinschaut. Weil so einen Vertrag unterschreibst einmal und du bist das Leben lang nachher gestraft. Also da gibst du irgendwelche Rechte ab, wo du nachher nie mehr zurückbekommst. Ja, also das ist dann wirklich eigentlich auf endlos bist genau. Gebunden. Ja, weil du kaufst dich irgendwie aus, blöd gesagt, oder etwas in dem Stil. Das kannst, entweder kannst du das oder du kannst schon gar nicht dich auskaufen. Und dann ja, hast du halt verloren. Und wenn du dich auskaufen willst, sag jetzt, wenn du bei Universal oder so bist und du willst einen Song rauskaufen, dann zahlst du halt mal irgendwie, keine 100'000 Stutz, um einfach deinen Anteil von Rechten wieder zurückzubekommen. Ja. Und die 100'000 musst du zuerst mal eingenommen haben mit dem Song, dass es sich lohnt. Okay. Kennen Sie da in dem Fall auch wirklich Leute, die da reingelaufen sind? Mhm. Ja, wir haben ein, zwei Kollegen, die schon reingelaufen sind, scheiß Deals gehabt haben und die ja, machen jetzt auch keine Musik mehr. Dann ist dann auch der Spass wahrscheinlich ein bisschen vorbei, definitiv. Wenn du alles immer abdrücken musst. Ganz klar, oder? Ja.